kennen wir ja schon. Hat Ihr Hund denn auch schon mal einen rausgeholt? Nein. Nein. Aber der badet gerne hier, wenn das Wasser da ist. Das ist jetzt nicht der Fall. Ein bisschen ist ja noch da. Dann kann er hier ein bisschen planschen. Aber schöner wäre natürlich, wenn das Wasser bleiben würde. War auch die letzten Jahre so. Bis vor 3 Jahren war hier immer Wasser den ganzen Sommer. Ihren Namen vorhin zu? Monika Schrah heiße ich. Schrah? Mhm. AH oder A? Mit A. Doppel A. Die haben uns jetzt immer so zusammenfinden, sag ich mal. Und da habe ich jetzt ja, fast jede Pfütze abgefischt. Ich sehe ja gar keinen noch. Da hinten, da. Da hinten. Ach da, okay. Das hat der Deich aber nicht gemacht. Das hat der Deich. Ja, der ist schon komisch, ne? Das ist jetzt immer so. Ja, der Grundwasserspiegel, der. Ey, kenn ich ja nicht. Das hat ja auch noch ganz trocken gelaufen. Und ja. Die Pächter da oben der Fischerei haben sich dagegen gewehrt. Finde ich irre. Total. Also, aber das ist jetzt mal total zweifelig, ja? Wenn wir hier nichts tun, sterben die. Und dann kann hier gar keiner mehr. Vorne kann man, also direkt jetzt so ein Paradebeispiel, darum sind wir mal hier hingegangen. So, was passiert hier jetzt? Also wir sind hier an der Issel im Kreis Wesel, wo wir in den nächsten Tagen hier aus diesem ganzen Bereich der letzten 400 Metern Fische aus der Issel umsetzen. Von dem Bereich einmal rüber in so eine Gumpe, die ja direkt angeschlossen ist. Und weil hier ist in den nächsten 5 Tagen gar kein Wasser mehr. Und der Isselverband hat hier alle Arbeit geleistet, dass wir wenigstens ein bisschen Leben retten können. Von wie vielen Fischen kann man da reden? Also grob geschätzt, also ich habe das immer so auf 5 Quadratmeter mal geschätzt, sind es jetzt ungefähr 3.000, 4.000 Fische, die wir hier retten. Wie soll das ungefähr ablaufen? Also wir sind ein paar Freiwillige, die über eine Facebook-Aktion sich da bereit erklärt haben, hier zu helfen. Wir werden das mit Fischnetzen die Fische zusammentreiben und dann werden wir die dann abfischen. Das ist alles in Verbindung mit der Behörde hier abgestimmt, dass wir hier so schonend wie möglich auch die Fische ohne Stress umsetzen. Ist das alles nur auf die Trockenheit zurückzuführen? Das ist die Trockenheit und die Bebauung halt, aber das ist halt so gegeben, dass es nicht anders möglich ist. Und der Isselverband tut alles dafür, dass es wir wenigstens ein bisschen Zeit gewinnen. Was würde denn passieren, wenn man jetzt nicht reagieren würde? Wenn wir nicht reagieren würden, dann wären diese 400 Meter innerhalb von 5 Tagen jetzt ausgetrocknet und alle Fische tot. Das heißt, wir hätten keine Biomasse mehr, keine Fische mehr, die sich reproduzieren. Die Fische, die wir vor 2 Jahren umgesetzt haben, das war da so, dass die wieder abwandern konnten und wieder hier laichen konnten. Und diese Fische, die jetzt hier drin sind, sind die Nachkommen von den Fischen, die wir umgesetzt haben. Was müsste denn passieren, wettermäßig, dass da eine Änderung eintritt? Dann bräuchten wir 2 Wochen Dauerregen. Das ist also, und da das nicht gegeben ist und die Issel oberflächenabhängig ist von den Einbringungen in den Bach rein, ist das sinnlos. Also das heißt, wir müssen retten. Alles andere wäre sinnlos. Kein Nachteil, das ist ja der Vorteil an der Issel. Was ist das für ein Teil? Das ist also eine Sperre, damit das Wasser nicht komplett schnell abläuft. Also das Wasser, was jetzt hier steht, steht ja dagegen.
und das hält das noch ein bisschen zusammen. Wenn das weg wäre, wäre das komplett trocken. Das habe ich mich auch schon. Also hier sieht man ein sehr schönes Beispiel, dass jetzt Hand in Hand gearbeitet wird. Wir haben hier vorne einen Teil, der da war, wo eine Gumpe war früher, und der Isselverband hat das jetzt hier alles ausgeschachtet, und hier werden wir direkt im Anschluss, wo wir die Fische entnehmen, sofort die Fische wieder einbringen. Das heißt, die Fische sind maximal 3-4 Minuten in einem Behälter und werden dann hier eingesetzt und können hier weiterleben. Die Issel läuft trocken. Ungefähr 4.000 bis 5.000 Fische geschätzt, vielleicht ein paar weniger, werden hier in den nächsten 5 Tagen sterben, wenn wir nichts machen. Und so, die letzten 2 Jahre haben wir gesehen, dass der Erfolg sich hier wirklich einstellt. Wenn wir hier helfen, dann haben die Fische eine Überlebenschance. Von daher sind wir hier wieder aktiv dieses Jahr an der Issel im Wesel und ja, tun unser Bestes. Aber dieser Fall des Wasserstandes innerhalb weniger Tage ist doch schon erstaunlich. Ja, was mich sehr verwundert hat, war wirklich, dass wir, ja, wir haben ja Regen gehabt die letzten paar Wochen, und trotz Regens ist hier der Wasserstand gefallen. Das heißt also, wir brauchen hier noch mehr Regen, obwohl wir jetzt Sommer haben, müssen wir Regen haben, um dann hier konstant Wasser zu haben. Also werden die nächsten Tage noch richtig bedrohlich? Ja, hier ist dann hoffnungslos vorbei, dann, also dass wir trocken laufen. Hinteren sieht man die Störche, die bedienen sich schon, oder wie? Ja, das ist also so, die Jünglinge, die jetzt aus dem Nest gekommen sind, die sammeln sich jetzt zum großen Zug nach Afrika und bedienen sich natürlich der Fische, die da hinten schon gestorben sind oder sterben werden. Das ist natürlich für die gefundenes Fressen, aber auch ein schönes Phänomen, finde ich persönlich als Naturfreund, immer wieder zu sehen, dass sich da hunderte von Störchen sammeln. Die Fische, die umgebettet werden, sagen wir mal, haben die denn eine Überlebenschance, wenn das Wetter jetzt so heiß bleibt? Wir haben ja durch den Isselverband eine große Hilfe. Die haben hier eine große Gumpe gebaggert. Die ist 2 bis 3 Meter tief. Da werden die auf jeden Fall überleben.
50 Helfer besser als nur 10 oder 20. Die dürfen nicht mehr, die müssen runter.